Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserem heutigen Tag am 19. August 2017? Die alten arabischen Astrologen haben die Mondbewegung betrachtet. Und sie haben das verbunden mit Sternbildern, mit Fixsternen und das haben sie auch niedergeschrieben. Und diese Quelle besagt, worauf wir heute achten sollen. Eine kleine Reise kann ein Vorteil sein. Und wir sollen heute darauf achten, dass wir keinen Vertrag unterschreiben, weil das führt zu Missverständnissen, führt zum Verlust und führt zum Ärger. Was sollen wir heute noch betrachten? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Krebs, hat eine abnehmende Mondphase und nähert sich immer mehr zu einer Neumondposition, also immer mehr zu die Sonne. Und welchen Sternen beeinflussen die heutigen Mondbewegung? Das sind zwei berühmten Sterne, Castor und Pollux. Und diesen beiden Sternen sind die Hauptsternen im Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann könnt ihr fragen, was suchen die Zwillinge im Tierkreiszeichen Krebs? Weil die Sternbilder übergehen auf dem anderen Sternbilder und gibt keine exakte Abgrenzung. Und diesen beiden Sternen, Castor und Pollux, da gibt's auch eine schöne Geschichte. Es gab eine Königin, Leda, und sie war die Königin von Sparta. Leda war wunderschön, aber Leda war verheiratet, natürlich mit dem König von Sparta. Zeus, der Himmelsgott, so wie die Griechen Zeus verehrt haben, liebte schöne Frauen und verliebte auch an Leda. Wie könnte Zeus Leda verführen? Wenn sie verheiratet ist, dann ist es nicht so einfach. Also Zeus verwandelte sich an ein Schwan und so näherte sich zu Leda. Dann zeigte sich und dadurch entstand eine Liebesgeschichte und von diesem Liebesgeschichte stand Pollux, der Sohn von Leda und Zeus. Aber nicht vergessen, Leda war auch verheiratet. Und durch diese Ehe kam nochmal ein Kind, Castor. Und das bedeutet, dass Leda gebar die beiden Zwillinge, Pollux und Castor. Aber die haben unterschiedliche Herkunft. Bei Castor ist der Vater der König von Sparta, also menschlich. Und bei Pollux ist der Vater Zeus, also göttlich, und das bedeutet, dass die eine ist sterblich und die andere ist unsterblich. Und da kommt das Schöne bei der Geschichte, die beiden Zwillinge sind nämlich miteinander verbunden und das bedeutet auch untrennlich. Was machen sie dann, wenn die eine sterben muss und die andere ist unsterblich? Und dieses Problem hat Pollux gelöst. Pollux war der Sohn von Zeus. Und er ging zu seinem Vater und sagte, ich möchte auch sterben. Ich möchte auch mal sterben mit meinem Bruder. Ich verzichte auf meine Unsterblichkeit. Und Zeus aus Dankbarkeit durch diese brüderliche Liebe setzte beiden Zwillinge ins Himmel. Und das symbolisiert die Tierkreiszeichen Zwillinge. Und diese Geschichte erzählt uns, wir haben eine göttliche Herkunft. Das bedeutet, dass wir Menschen, wir alle
haben einen Zugang zu der Schöpfung. Wir sind ein Teil von dem göttlichen Schöpfung und das bedeutet einen höheren Bewusstsein. Und dieser höheren Bewusstsein, diesem göttlichen schöpferischen Kraft, das drückt die Tierkreiszeichen Zwillinge aus. Und weil heute die beiden Zwillinge Castor und Pollux einen Einfluss haben auf unsere Mondbewegung, dann sollen wir mal vielleicht mal auch Gedanken machen. Das Gefühl zu bekommen, wir sind auf die Erde ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und es eignet sich auch ein bisschen auf eine meditative Haltung. Und wie wirkt diese Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Weil das gibt noch andere Einflüsse natürlich auch. Nicht nur von den Planeten, sondern von Sonne und Mond und auch von Fixsternen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, diese Gedanken zu pflegen. Ein Teil von der Schöpfung zu sein und spüren diese schöpferische Kraft und diese schöpferische Energie. Es sind noch Hindernisse da, Einflüsse von außen. Das sind die Ungerechtigkeit. Und das sollen sie die Krebsgeborenen überwinden. In die Liebe Partnerschaft, auch ein wichtiges Thema momentan für die Krebsgeborenen und liegt auch das Glück da. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen spüren auch die schöpferische Kraft. Wenn das zu viel ist, dann fühlen sich die Löwengeborenen erschöpft und kraftlos. Dass sie wieder etwas bewegen können im Leben und mehr Klarheit bekommen, brauchen die Löwengeborenen einen gewissen Rückzug und brauchen sie die Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft. Und genau diese inneren Kraft brauchen gerade die Löwengeborenen. In den kommenden Tagen kommt mehr in Bewegung und eine Nachricht ist zum Erwarten, es kehrt etwas bald zurück. Im Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist wichtig, dass sie sich durchsetzen, gerade im Leben, sich beweisen. Viele Jungfrau Geborenen ändert sich ihren Auftreten oder ihren äußeren Erscheinungsbild, andere Frisur oder andere Mode oder sind sie selbstbewusster oder sind mutiger. Gerade das ist die Thematik bei die Jungfrau Geborenen. Was die Gespräche betrifft und die Gefühle betrifft, sollen die Jungfrau Geborenen auch etwas zurückhaltend sein. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein wichtiges Thema die Gerechtigkeit und die heutigen Tag empfinden die Wagengeborenen etwas als ungerecht. Und das bringt die Wagengeborenen aus dem Gleichgewicht. Ein bisschen geduldig sein in die kommenden Tagen, beruhigt sich das alles oder klärt sich auf. Wichtig ist bei den Wagengeborenen die Werte, die eigenen Selbstwertgefühl oder auch die Wertschätzung anderen gegenüber, aber auch die Finanzen, weil das bringen die Wagengeborenen gerade in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig eine gewisse Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen. Und dafür haben die Skorpiongeborenen viel getan und geleistet. Momentan fühlen sich vielleicht etwas kraftlos. Damit wieder die Lebenskraft da ist, sollen die Skorpiongeborenen etwas erleben und der Platz ist die vertraute Umgebung. Eine kleine Reise machen, jemanden zu besuchen oder eine Einladung wahrnehmen oder mit Freunden treffen oder die Verwandte besuchen, weil das gibt wieder Energie für die Skorpiongeborenen und kommen auch Überraschungen. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen, sie fühlen sich innerlich unsicher. Eine gewisse Unruhe oder fehlt bei den Schützengeborenen gerade die Gleichgewicht. Also es ist Unsicherheit momentan da.
In den kommenden Tagen wird die Schützengeborenen etwas begeistern. Und eine wichtige Nachricht nähert sich auch. Also nicht die Ziele verlieren, sondern die Wünsche, Sehnsüchte ernst nehmen, weil das wird schon in Form kommen. Das heißt, die Schützengeborenen haben auch Erfolg. Auch wenn es solche Momente gibt im Leben wie heute, dass es Einflüsse kommen von außen und die Schützengeborenen fühlen sich unsicher oder wollen etwas aufgeben, geduldig sein, weil der Erfolg kommt. Die Schützengeborenen brauchen außerdem die Sicherheit und die Stabilität und auch die Kraft. Und das eigene Zuhause gibt gerade die Kraft für die Schützengeborenen. Das kann auch bedeuten, dass sie ihre Kraft einsetzen für ihren eigenen Heim, weil etwas umbauen oder verändern etwas. Oder, wie ich schon sagte, das ist schon seit Tagen diese Energie spürbar. Einige Schützengeborenen haben ein neues Heim, also sind gerade bei Umzug. Bei Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtig momentan die Lebensfreude. Weil das gibt wieder Kraft und mit dieser neuen Kraft können vieles Neues starten, die Steinbock-Geborenen, und das führt auch zum Erfolg. Wichtiges Thema ist außerdem bei den Steinbock-Geborenen die Liebe und Partnerschaft. Und da muss noch etwas ausgleichen. Das heißt, auf andere auch mal zugehen oder zuhören oder Gefühl zeigen oder Gefühle annehmen, weil das gibt die Gleichgewicht in Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen sind zwei Themen wichtig, die Beziehung und auch die Arbeit. Und da sind Verbesserungen. In den kommenden Tagen wird mehr Klarheit, mehr Orientierung kommen bei den Wassermann-Geborenen. Heute fühlt sich etwas noch unsicher an, auch in der Liebe, Partnerschaft, auch in der beruflichen Situation. Und in den kommenden Tagen klärt sich etwas auf. Und eine Nachricht kommt oder jemand kehrt wieder zurück. Das ist auch zum Erwarten bei den Wassermann-Geborenen. Bei Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtiges Thema die Liebe und Partnerschaft. Und da haben die Fischen-Geborenen gerade das Glück. Es ist auch die Glücksenergie momentan bei den Fischen-Geborenen. Und darüber habe ich auch eine Aufnahme, die tägliche Glücksenergie. Und das, was die Fischengeborenen gerade auch erleben und auch in die Liebe, also diese Liebesenergie, diese Glücksenergie in die Liebe, Partnerschaft, das, was die Fischengeborenen gerade trifft und das kommt auch alles im Fluss. Ich könnte sagen, alle drei Tierkreiszeichen, die im Element Wasser gehören, haben gerade mehr Glück und bewegt sich etwas in die Liebe, Partnerschaft. Und das sind die Fischengeborenen, die Krebsgeborenen und die Skorpiongeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeboren ist wichtig einen inneren Gleichgewicht. Die Einflüsse von außen bringen momentan die Wiedergeborenen aus dem Gleichgewicht. Aber die Geduld, die Ruhe bewahren in den kommenden Tagen verbessert sich etwas, kommt mehr Klarheit und kommt mehr Begeisterung. Bei vielen Wiedergeborenen hat eine Reise eine Bedeutung und anderen Wiedergeborenen sind gerade in einer Veränderungsphase, in einer Wandlung. Die sind noch nicht ins Ziel angekommen, aber es bewegt sich alles in diese Richtung. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig die Berufung, aber auch das Ansehen, die beruflichen Erfolg, auch die Sicherheit, Stabilität, auch die Finanzen in Ordnung zu bringen, weil das ist die Thematik gerade bei den Stiergeborenen, auch wenn im Liebepartnerschaft auch eine gute Energie haben und das kommt auch im Fluss. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist auch ein beruflicher Aufstieg gerade möglich und sie sollen ihren
Chancen auch wahrnehmen und auch mutig sein und da Schritte zu machen. Auch wenn das nicht heute sichtbar ist, aber in den kommenden Tagen öffnet sich etwas und die Zwillingsgeborenen werden ihre Chancen wahrnehmen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.